Bestimme die Magnetpole, wenn der Leiterstab ins Innere des Magneten rollt. Der Richtungssinn von der Lorentzkraft, die den Leiter in den Magneten hineindrückt, ist also dieser. Die technische Stromrichtung ist immer von Plus nach Minus, also im Leiter ist die technische Stromrichtung diese. Wir wissen, dass das Magnetfeld senkrecht zu Lorentzkraft und senkrecht zu Q mal V wirkt, also längs dieser senkrechten Geraden. Wenn das Magnetfeld von oben nach unten gerichtet ist, dann können wir den Sinn der Lorentzkraft mit dem Korkenzieher bestimmen, indem wir den Korkenzieher von QV nach B drehen. Aber wenn wir den Korkenzieher so drehen, dann wird er sich nach rechts bewegen und das würde bedeuten, dass die Lorentzkraft nach rechts wirken würde. Tut sie aber nicht, also ist das der falsche Ansatz. Dann versuchen wir es mit Magnetfeld von unten nach oben. Jetzt drehen wir wieder den Korkenzieher von QV zu B hin, also so. Und dann bewegt sich der Korkenzieher effektiv in diesen Richtungssinn, was also bedeutet, das Magnetfeld B ist von unten nach oben gerichtet und demzufolge muss der Nordpol unten sein und der Südpol oben.